Ihr habt großes Interesse an dem Thema Ölreinigung gezeigt. Das mache ich jetzt ungefähr schon seit 3 Wochen. Und was ich da genau mache, zeige ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute gibt es eine spezielle Form der Hautpflege, nämlich die Ölreinigung. Und ich habe angefangen, mich wieder dafür zu interessieren. Ich habe die Pille abgesetzt vor 4 Monaten und meine Haut hat eskaliert. Die hat richtig eskaliert. Ich habe immer schon so ein bisschen einen Hang zur fettigen Haut gehabt, aber so nicht. Ich trage ja einen Pony und das war echt, ich sah aus, innerhalb von einer Stunde war der fettig. Weil gerade ich an der Stirn, das war echt übel. Und ich habe mich mal so ein bisschen auseinandergesetzt mit der Thematik und habe dann wieder ja diese Ölreinigung auf dem Schirm gehabt, die eben die mildeste Art und Weise ist, wie du dein Gesicht waschen kannst. Das Problem, warum deine Haut so extrem nachfettet ist, dass du eventuell mit Alkohol an deine Haut gehst. Alkohol ist in sehr vielen Kosmetikas drin, das ist richtig schlimm. Oder Duftstoffe oder eben etwa beides. Und beide Substanzen haben eben eine kontraproduktive Wirkung auf deine Haut. Es können auch noch andere Substanzen sein. Du musst mal gucken, mit was du zum Beispiel dein Gesicht wäschst, und wie sehr deine Haut spannt. Das ist jetzt natürlich so ein Merkmal, wenn du eben wie ich eher eine fettige Haut hast, musst du eben darauf achten. Du musst dir für die Ölreinigung besorgen auf jeden Fall kaltgepresstes Rizinusöl. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Bei unreiner und fettiger Haut zu 30%, bei sensibler Haut zu 20% und bei trockener Haut zu 10%. Man verwendet dann eben noch ein Trägeröl und mein Trägeröl ist Mandelöl, kaltgepresstes. Und das wird dann, wie gesagt, 30, 70% wird es dann vermischt. Ich habe mir extra dann noch eine zusätzliche Flasche gekauft, weil du eben was verwenden musst, was eben lichtundurchlässig ist, Braunglas. Und die Flasche, die du verwendest, die muss eben auch sauber sein. Du kriegst diese Flaschen in der Apotheke für wenig Geld. Ich habe, glaube 70 Cent oder so bezahlt, also das ist echt kein Ding. Dann gehst du eben her, ganz am Anfang, wenn du deine Mischung noch nicht so ge genau kennst, das ist nur ein Richtwert, den ich dir jetzt gesagt habe. Also probier da auf jeden Fall noch so ein bisschen rum, weil jede Haut ist individuell. Du misch dir erstmal so ein bisschen, ja, dass du erstmal so ein bisschen reinkommst. Du kannst es auch mit Teelöffeln machen, dass du nur für eine Anwendung oder maximal 2 Anwendungen mal was mischst. Und eben guckst, wie ist es auf deiner Haut. Wenn du wie ich eine fettige Haut hast und merkst nach der Ölreinigung, deine Haut spannt, das darf so natürlich nicht sein, weil wenn deine Haut spannt, fettet sie umso schneller wieder nach. Bei der Ölreinigung, gerade besonders beim Mandelöl, ist es halt so cool, wenn du unreine Haut hast oder eben eine fettige Haut hast, das wirkt super beruhigend. Und wie schon erwähnt, du kannst nicht nur das Rizinusöl nehmen, weil wenn du zu viel von dem Rizinusöl verwendest, ist es eher kontraproduktiv für deine Haut, weil A trocknet das aus und das kann deine Haut sogar ein bisschen verletzen. Deswegen hier diese Komponente wirkt dann immer noch so ein bisschen beruhigend und das ist einfach eine richtig tolle Sache. Du kannst auch bei einer fettigen Haut Lavendelöl verwenden. Damit habe ich aber keine Erfahrung. Bei normaler Haut eignet sich zum Beispiel auch Sonnenblumenöl oder Olivenöl und Jojobaöl beispielsweise bei einer trockenen Haut. Aber da habe ich eben keine Erfahrung. Wenn du Erfahrung bei trockener Haut mit der Ölreinigung hast, kannst du mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich kann, wie gesagt, ja nur für mein Hauttyp sprechen in der Hinsicht. So, und jetzt legen wir los. Du musst die Ölreinigung mit sauberen Fingern anfangen. Also das Erste, was du machst, und das ist so vielleicht ein bisschen untypisch, weil wenn du dein Gesicht wäschst, machst du es nass. Das sollst du diesmal nicht machen. Erstmal wäschst du deine Finger. Das ist ganz wichtig. Dann gehst du her und verwendest ein bisschen Öl und sparreinig in deiner Hand. Es ist wichtig, dass du ein Gefäß verwendest, wo du nicht mit dem Finger reingehst. Also wenn du jetzt noch irgendwo ein Gefäß zu Hause rumstehen hast, wo du mit dem Finger reingehen musst, das solltest du eher nicht machen, weil Öl kann eben auch kippen und du möchtest natürlich auch nicht, dass nichts anderes hier reinkommt.
Also lieber so ein Fläschchen verwenden und dann einfach auf die Hand aufträufeln. Und da wirklich nicht zu sparsam sein, das ist ganz wichtig. Und dann gehst du her und verteilst es auf deinem Gesicht. Und ich gehe dann her und massiere das Ganze ein und lass mir da wirklich Zeit. Und du merkst sehr schnell, eben durch das Rizinusöl und durch das Mandelöl, du hast wie so Sand auf der Haut. Das ist der Effekt, dass eben das Öl Talg aus deinen Poren rausholt. Und das ist einfach die allerbeste Methode. Ich habe schon einen Tag danach bemerkt, dass meine Haut einfach nicht mehr so gefettet hat, weil sie eben viel reiner war. Und du kannst da wirklich einen porentiefen Effekt erwarten. Jetzt muss das Öl auf jeden Fall wieder runter, weil deine Poren sind ja verstopft. Und durch die Massage, die du jetzt angewandt hast und ein bisschen gewartet hast, ist das Öl natürlich auch in deine Poren eingedrungen. Und du musst das Öl jetzt wieder runterbekommen. An der Stelle möchte ich bitte auch sagen, verwende keine Öle, die irgendwelche Filmbildner haben. Die erleichtern dir vielleicht das Abwaschen, aber Filmbildner ist immer Mikroplastik und ist einfach kontraproduktiv für unsere Umwelt. Bei der Kleidung kannst du manchmal nicht wirklich darauf verzichten, dass du irgendwelche Kunstfasern hast. Bei der Kosmetik geht es schon. Und wenn du Öle verwendest, die eben keine Filmbildner haben, du bekommst das wieder runter. Du siehst es an mir. Und du verwendest nach Möglichkeiten jetzt entweder ein altes kleines Gästehandtuch oder ein Bambustuch oder ein Mikrofasertuch, das spielt keine Rolle. Du brauchst aber so ein bisschen eine raue Optik, weil jetzt machst du dieses Tuch unter einem Wasserhahn wirklich nass mit heißem Wasser. Ja, warte erstmal einen Moment, ich fülle mir meistens immer so ein bisschen ins Waschbecken. Und mach dieses Tuch wirklich heiß. Nicht so heiß, dass du dich verbrühst auf dem Gesicht. Und jetzt gehst du einfach her und legst das auf dein Gesicht. Und dann tupfst du das Ganze. Ja, also du gehst mit deiner Hand drauf. Und gibst deiner Haut und den Poren Zeit, dass die sich so ein bisschen weiten können. Man sagt ja fälschlicherweise immer, Poren öffnen sich. Nee, Poren können sich aber weiten. Und durch dieses Weiten kriegst du eben den Effekt hin, dass das Öl eben wieder aus der Pore herausgewaschen werden kann. Und das funktioniert tatsächlich. Diesen Vorgang musst du eventuell 3-mal bis 4-mal nachmachen. Ich mache es immer grob 3 bis 4 Mal. Und fange in der Mitte meistens immer an. Warte einen Moment, drück das einfach immer so auf. Und dann gehe ich her und wasche das so leicht runter. Bitte rubbel nicht wie blöd an deiner Haut. Das sollst du auch nicht machen, dass du hinterher eine rote Haut hast. Sondern einfach so, wie als wenn du mit einem Waschlappen über dein Gesicht gehst. Also ganz, 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 ganz sanft. Und mach das wirklich 3 bis 4 Mal. Und dann teste ich immer. Wo ist noch Öl? Wo muss ich es nochmal machen? Und das spürt man ja relativ schnell. Am Ende mache ich es dann so, wenn ich alles unten habe, wasche ich den Lappen aus und gehe nochmal mit kaltem Wasser übers Gesicht, damit sich die geweiteten Poren wieder, schließen, dass die sich wieder zusammenziehen einfach. Und dann gehe ich her und mache meine Pflege drauf. So einfach ist es. Und du wirst sehr schnell merken, eben durch diesen reinigenden Effekt, dass deine Haut einfach auf einmal so prall ist, ja, weil sie nimmt ja eben auch die Öle auch so ein bisschen auf und das ist einfach sowas von großartig. Du kannst die ganze Geschichte eben auch zum Abschminken verwenden. Wenn du eh schon immer Öl zum Abschminken verwendet hast, kauf dir einfach ein Rizinusöl dazu und versuch das mal eben eine kleine Menge Rizinusöl damit reinzumachen, weil das Rizinusöl eben eine gut reinigende Wirkung hat. Wenn du eher eine trockene oder eine sensible Haut hast, musst du eben so ein bisschen gucken, wie oft du das Ganze machen kannst. Bei einer trockenen Haut empfiehlt es sich natürlich, dass du es häufiger machen kannst. Jemand wie ich, der eine fettige Haut hat, soll das Ganze maximal 3-mal pro Woche machen. Ich mache es 3 bis 4-mal pro Woche. Das hat einfach damit zu tun, wenn du zu sehr reinigst, dann kann die Haut eben auch wieder nachfetten. Bis jetzt hat es meine Haut nicht gemacht, sie hat auch nicht gespannt. Also ich habe so mein Mischungsverhältnis wirklich hinbekommen, ich bin da wirklich zufrieden damit. Und jetzt bist du dran. Hast du es schon mal ausprobiert? Hast du Erfahrungen damit gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und nochmals die Bitte, nimm keine Öle mit Filmbildner, das muss absolut
nicht sein. Und du kannst dir einiges an Geld sparen, wenn du dir einfach ein kaltgepresstes Öl zum Beispiel bei Amazon bestellst. Du kannst es dir aber auch vor Ort in der Apotheke bestellen und eben deine Stadt so ein bisschen unterstützen und die Händler in deiner Stadt. Du kriegst es wirklich in jeder Apotheke. Das ist absolut kein Problem. Ja, ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.